Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klappschwarten TV. Wir sind jetzt oben. Beginnen mal mit der Ausrüstung und gucken mal, wie wir unseren Ankerplatz, unseren Sicherungsplatz aufbauen. Wir sind jetzt hier ca. auf 30 Meter Höhe. 1, 2, 14, 15. Hier fange ich an mit meinem ersten Knoten, weil ich will nicht, dass das Seil die ganze Zeit unten aufgetrödelt im Dreck liegt. Das muss nicht sein. Wir arbeiten tatsächlich immer mit einem geschwungenen Doppelachterknoten. Dieser Knoten ist extra dafür da, um schwere Lasten zu transportieren. Also wenn ihr irgendwas an den Hubschrauber hängen wollt, wenn ihr irgendwas abseilen wollt, Höhenretter nehmen den auch des Öfteren mal, um Verletzte zu bergen. Im Prinzip funktioniert er ganz einfach. Ihr macht euch eure Öse. Ein bisschen größer nehmen, besser zeigen. Euch eure Öse, also wie eine normale 8, nur dass ihr jetzt hier nicht reingeht, sondern ihr legt die Schlinge dahinter, nehmt euch die, das oben gebildete Öhrchen, das Ganze aus, und die obere zieht ihr einfach bis ganz nach unten. So, und schon ist der Knoten fertig, das ist der geschwungene Doppelachter. Hier oben habe ich zwei Näschen, zwei Ösen, wo ich quasi zwei gegengeschlaufte Karabiner einsetzen kann. Dann nehmen wir noch einen zweiten Sicherungsknoten mit rein. Der Schmetterlingsknoten, ihr nehmt euch das Seil so in die Hand, legt es einmal rum, legt es nochmal rum, sodass ihr hier drei Stränge habt. Dann nehmt ihr den ersten, packt den zwischen den zweiten und dann nehmt ihr wieder den ersten und zieht ihn bis ganz nach hinten durch. Einmal hier unten durch, dran gezogen, dann sieht er so aus. Dann macht ihr einfach den. Jetzt ist das fest, ein Schmetterlingsknoten. Wenn der versagt, haben wir immer noch den, der uns dann im Zweifel das Leben rettet. Dann nehmen wir uns zwei Karabinerhaken. Also ich nehme gerne, wenn es mir die Möglichkeit erlaubt und ich nicht in die Berge bin, Stahlkarabiner für sowas. Die sind halt deutlich schwerer als die Alu-Karabiner. Nehmt ihr euch einen so rum und einen so rum. Sie entgegengesetzt quasi einhängen. So, dann nehmt ihr euch eure 8. Packt die in die erste Öse rein. Verschrauben ganz wichtig. So, wenn ihr das habt, nehmt ihr euch den zweiten, wie gesagt, entgegengesetzt, auch wieder zuschrauben. Dass das Ganze so aussieht. Jetzt habt ihr eine stabile Sicherung. Also damit sollte nichts passieren, beziehungsweise es kann damit nichts passieren. In den Schmetterlingsknoten rein. Festmachen. Man könnte die jetzt noch so setzen, dass sie wirklich die ganze Zeit unter Spannung ist. Das muss aber gar nicht unbedingt sein. Ihr müsst euch nur gewiss sein, wenn der einen Sittich macht, dass es einen guten halben Meter dann runter geht. Mal nach unten verzogen, weil oben ist einfach zu windig. Hier unten können wir euch das besser erklären. Was haben wir vor uns liegen? Wir haben einmal das Grigri von der Firma Petzl. Das ist eigentlich nur ein Sicherungsgerät. Es wird gerne im Geocaching-Bereich verwendet. Ist aber ein reines Sicherungsgerät. Und wir kriegen Besuch. Ein Hund ist da. Reines Sicherungsgerät, das hat nichts beim Abseilen verloren. Das ist relativ kostengünstig. Das kostet um die 80 Euro, meine ich. Lastet, nehmt ein bisschen mehr Geld in der Hand und holt euch ein richtiges Sicherungsgerät. Hallo? Ja, auch unsere tierischen Besucher kommen nicht zu kurz. Dann haben wir noch eine Nummer größer. Das ist ein reines Abseilgerät. Das kommt aus dem Industrieklettern-Bereich. Das ist das Petzl Rig. Das Petzl Rig, es funktioniert im Prinzip fast ähnlich wie das Grigri. So rum kommt es ran an euren Gurt. So ist es in der Ausgangsposition. Dann könnt ihr hier Seil geben und hier drüber dosieren. Müsst ihr irgendwo arbeiten, legt ihr diesen Hebel so um, dann ist es gesichert, dann kann nichts mehr passieren. Dann ist das Seil eingeklemmt. Der Clou bei der Sache ist, da hat sich Petzl Gedanken gemacht, ihr könnt das an eurem Gurt lassen,
den reindrücken wie ein Karabiner und dann könnt ihr hier euer Seil reinlegen und wieder rausnehmen. Gerade wenn ihr eine lange Seilfahrt hinter euch habt, dann wird das sehr, sehr, sehr heiß. Und das sollte nicht zu lange auf einer Stelle am Seil sein, dann könnt ihr Seilschaden nehmen. Das heißt, unten direkt raus und fertig ist und das Gerät ist weiterhin an eurer Ausrüstung. Dann haben wir das IDS. Das ist rein aus der Höhenrettung und das wird auch im Industriekletterbereich genutzt. Das ist im Prinzip wie das RIG, genauso aufgebaut. Das hat aber eine Panikfunktion. Das heißt, wenn so vor euch ist und ihr habt jetzt oder euch fällt ein Werkzeug, ihr habt das nicht gesichert, euch fällt irgendein Werkzeug mit einer Leine hier rein, ja, dann würdet ihr eine Seilfahrt nach unten machen, bis ihr das gestoppt kriegt irgendwann oder der Boden euch bremst. Und so klackt es einmal und dann ist die Sicherungsfunktion drin. Dann hängt ihr einfach. Ja, dann müsst ihr erst den Hebel einmal zurück machen und erst dann geht es weiter runter. Also das ist richtig gut. Dann haben wir das Petzl ID EVAC zur Evakuierung. Es dient mehr wirklich zur Evakuierung, um Leute gezielt kontrolliert abzulassen, als jetzt wirklich zum Abseilen. Und dann haben wir noch das Singing Rock Double Stop Plus. Das ist Behördenbereich, also das kommt Polizei, Militär nutzen diese Geräte. Deutsche Polizei, deutsches Militär auch, aber von einem anderen Hersteller und deutlich teurer. Ihr zieht den Hebel normalerweise zu euch bei den Petzls und bei dem steht es in der Position und ihr drückt und dosiert darüber. Es hat auch eine Panikfunktion. Also wenn ihr da irgendwie rankommt und euch verkrampft aus irgendwelchen Gründen und drückt voll drauf, ist es sofort zu. Heute testen wir mal das Grigri und das RIG. Wir haben uns dazu entschlossen, das erstmal auf einer niedrigen Höhe auszutesten, wegen dem Wind. Wir gucken uns das einfach mal an. Das können wir eigentlich noch ohne machen. Folgendermaßen eingelegt. Macht euch den Karabiner ab. Es ist relativ gut beschrieben. Da hängt der Kletterer und da die Hand zum Sichern. Grigri Plus ist das. Ne? So, nach da wollt ihr rauf. Das heißt, da legt ihr euch das Seil rein, klappt den euch zu und dann seid ihr schon im Prinzip, habt ihr das Seil richtig eingelegt. So, dann kommt das jetzt an eure Ausrüstung dran. Zudrehen, ganz wichtig. Hier hoch. So. Jetzt hängt ihr im Seil. So. So würdet ihr jetzt im Seil hängen. Bei dem solltet ihr damit wirklich mal klettern, halt mich mal fest. Die rechte Hand ist am Seil und geht unter euer Gesäß. So sieht das auch so. Weil darüber kriegt ihr das auch nochmal. Moment, ich suche mal eine richtige Position. So sieht das aus, weil ihr könnt, wenn das hier nicht mehr funktioniert, guck mal, ich halte den jetzt stramm und ziehe und es passiert nichts. Ja? Machen wir nochmal. Kriegt den hier drüber gehalten, lasse ich ihn los, geht's ab. Selbst wenn der jetzt hakt. Ihr habt den immer noch fest, deswegen eine Hand ist am Gerät und bedient den Mechanismus und die andere Hand ist unterm Gesäß, da seid ihr fest. Ihr würdet diesen kleinen Hebel jetzt einfach abbewegen und dann geht es nach unten. Komm mal her. Warum kein Grigri? Ich gebe Last drauf, das kommt nach oben. Kommt ihr jetzt aus irgendwelchen Gründen, also fällt hier irgendwas drauf, weil ihr drückt ja den nur runter. Das heißt, das ganze Ding drückt ihr runter. Fällt hier irgendwas drauf, dann rutscht ihr durch. Deswegen ist es ein reines Sicherungsgerät. Ja? Nicht nehmen, um euch damit abzuseilen. Das ist euer Leben. Investiert 100 Euro mehr? Ich weiß nicht, investiert ein bisschen mehr Geld für ein Abseilgerät. Wie gesagt, das eine fängt ab 120 Euro an. Nimmt das Geld, hängt euer Leben dran. Also das ist ein reines Sicherungsgerät, um damit einen Sportkletterer zu sichern. Ist es wirklich super, um sich damit abzuseilen, gerade im Geocaching-Bereich, unter eine Brücke oder so. Es ist nicht sicher, nimmt es besser nicht. Da gucken wir mal uns das. Also es geht definitiv. Ne? Wir können das eigentlich einmal machen. Egal was ihr macht,
geht auf Nummer sicher. Sucht euch noch einen Platz, falls hiermit irgendwas nicht stimmt. Hängt ihr noch mal zusätzlich im Seil. Da kann auch wirklich gar nichts mehr passieren. So. Selbst wenn jetzt an dem Abseilgerät irgendwas nicht stimmt, ist immer noch in der Leine drin. Ja? So. Testet das, hängt das. Wunderbar, ich gebe ein bisschen drauf, ich gehe runter. Funktioniert. Erst dann löse ich meine Sicherung, im Zweifel meine Lebensversicherung. So. Bin ich frei im Seil, die Hand ist unten. Jetzt geht's abwärts. Leicht. Es hat aber auch eine Panikfunktion. Wenn ich jetzt wirklich dran ziehe, zack, aus Panik. Also das hat das Grigri Plus eingebaut. Hebel zurückschnellen lassen. Leicht dosieren und ab geht's. Sollte das, wie gesagt, versagen. Ich gebe jetzt mal leicht. Ich kontrolliere hier drüber. Zack, bin ich feste. Das kann er aber auch von unten machen. Wenn er jetzt unten festhalten würde, deswegen hat sich verklemmt, was auch immer, könnte er mich kontrolliert ablassen. Das dient jetzt nur der Veranschaulichung. Macht das unter keinen Umständen mit dem Grigri Plus oder irgendwelchen anderen Sicherungsgeräten nach. Das sind Sicherungsgeräte und keine Abseilgeräte. Das Rick von Fetzel. So sieht das Ganze aus. Keine Panikfunktion. Mit einem Petzl-Karabiner. Rot ist tot. Schwarz ist geschlossen. Kann nichts mehr passieren. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Ihr hängt euch das ein. So auf der Position, dann könnt ihr euch den einfach aufmachen. Nehmt ihr euch euer Seil. Das kommt von oben, da ist das Seil dran angebunden. Und da ist das für die Hand. Also Petzl gibt da auch vor, die Hand soll wirklich dranbleiben. Das heißt, wir legen uns das so ein. Rein damit. Jetzt wird es geschlossen. Ziehen wir uns das mal ein bisschen an. Sodele. Arbeitsposition. Er geht auch noch einen weiter runter, dafür braucht ihr richtig Kraft. Das ist aber die Transportstellung. Das steht auch noch mal drauf. Belay, Lock und Store wäre ganz unten. Das ist der Pfeil, wo die hinkommen. Ja? Also so wäre jetzt Lock. Belay ist die Position. Und das ist Descent, also die kontrollierte Abwärtsbewegung. So hänge ich hier drin. Ja, man dreht sich wie sonst was. Drehbewegung eingebaut. So. Ihr hängt hier drin. Machen wir mal anders. So. Ihr hängt hier drin, das Seil. Geht nicht durch eure Beine. Rechts an euch vorbei. Ihr könnt das auch nochmal in den Karabiner. So mache ich das gerne. Dann läuft das hier nochmal durch. Die Hand wieder unterm Gesäß. Geschlossene Position. Und so kann ich mich dosiert ablassen. Keine Panikfunktion. Wenn ich hier durchreiße, lande ich auf dem Hintern. Beziehungsweise es geht für mich ganz ab nach unten. Das kann man wirklich sehr, sehr geil dosieren mit dem Gerät. Es ist ein gutes Gerät. Es kommt nicht umsonst aus dem Industriekletterbereich. Die Jungs machen das tagtäglich. Die haben Ahnung. Wir gehen mal zwei Etagen nach unten und machen mal eine Abwärtsfahrt. So. Sicherung ist drin. Das Abseilgerät. Aufgemacht, das Seil kommend von oben hier rein. Wie gesagt, das ist oben, da ist der Fixpunkt, geht nach unten weg, das Gerät schließen und schon seid ihr drin. Test machen, ich hänge nur im Seil, es hält mich offensichtlich. Das heißt, ich gehe jetzt rüber und mir sollte nichts passieren. Probieren wir mal aus. Thank you.
Klettergänge im Gerät. Es ist geschlossen und ich kann arbeiten, wenn ich Industriekletterer bin. Oder was auch immer. Also ich brauche mir um das Seil keine Gedanken machen, dass ich das irgendwie festhalten muss wie bei der 8 oder wie bei anderen Geräten. Ich hänge einfach drin. So. Gehen wir aus der Sicherung raus. Jetzt hängt mein Leben tatsächlich nur noch an diesem einen Gerät. Es ist gesichert und rein theoretisch sollte mir jetzt nichts passieren. Tut's auch nicht. So. Ich kann jetzt kontrolliert, nicht dosiert, wirklich ablassen, bis ich wieder hängen will und arbeiten will. Muss ich jetzt hier an den Pfeiler ran, könnte ich jetzt hier Schrauben lösen, streichen, was auch immer, weil es ist gesichert. Ich brauche es nicht zusätzlich sichern. Geht's weiter runter. Lasse ich mich wieder ranschwingen, bin am Fixpunkt und kann wieder irgendwas machen. Und dann geht's weiter. Bis ich auf dem Boden bin. Unten auf dem Boden, ist wahrscheinlich heiß geworden. Raus, ich bin frei. So, alles klar. Kameramann frei. Was ist los? Wir sichern uns mal ein bisschen mit unseren Beinen. Komm mal her. Ich lege jetzt meine Beine einfach mal um meinen Kameramann rum. Wir gehen jetzt kontrolliert. Lass dich mal ein bisschen ab. So, wir gehen jetzt zusammen runter. Ich bin hier eingeschwungen. Film mal höher, dass man das sehen kann. So sieht das Ganze aus. Wir machen jetzt eine kontrollierte Abwärtsbewegung. Okay? Und los. So geht ihr einfach. Ihr könnt das richtig geil dosieren. Bis ihr unten seid. Ging ein bisschen schneller. Jetzt sind wir gleich am Boden. So, jetzt sind wir unten. Beide. Das war es einfach schon. Das macht Spaß, wenn ihr es richtig macht. Lernt das. Fangt nicht einfach an und sagt, ich gucke mir jetzt das YouTube-Video von Klappspaten TV an. Ich habe alles gelernt. Ihr müsst es praktisch. Holt euch einen Trainer. Geht in den Kletterpark. Oder was auch immer. Nehmt euch einen Kurs. Die zeigen euch, welches Equipment, wie das Equipment benutzt wird. Also hier können bei falscher und nicht sachgerechter Anwendung lebensgefährliche Unfälle entstehen. Aus der Höhe ist es schon lebensgefährlich. Völlig egal, ob ihr von einem Meter, von zwei, von drei oder von 40 fallt. Der Unterschied ist nur, bei 40 Metern könnt ihr einen Augenblick nochmal euer Leben genießen. Ne? Seht ein bisschen was von der Aussicht, wenn ihr nicht diesen Tunnelblick habt und der Boden einfach näher kommt und ihr irgendwo auf dem Boden einrastet. So, das war es vom Petzl Rig. Ich mache es nochmal ganz raus. Was haben wir noch für Besonderheiten? Wichtig ist, also erstens steht es drauf, wie ihr das einlegt. Da ist es drauf, ab und das ist in die Hand. Und hier ist es auch nochmal drauf. Das kommt in die Hand und da wird es gesichert. Dann habt ihr da drauf, dass das Ding auch wirklich zugelassen ist. Mit Serialnummern, mit Prüfnummern und. Auch ganz wichtig. Steht da drauf, 200 Meter, 150 Kilo. Das Ding kann 150 Kilo ab. Rope, 10,5 bis 11,5. Achtung, Änderung. Das müsst ihr hier auch nochmal irgendwo drauf stehen. Das hat der Hersteller geändert. Ist tatsächlich ab 10 mm zugelassen. Deswegen nutze ich das in dem 10 mm Seil. Was der Kameramann hat, der Sally, ist ein 11 mm Seil. Das könnte ich auch nutzen. Achtet da drauf. Umso dicker das Seil ist, umso teurer wird es auch. Umso dicker das Seil, umso teurer, aber umso mehr Sicherheit habt ihr und weniger, ihr habt mehr Reibung. Ihr kommt nicht so schnell runter. Nehmt zum Abseil niemals normales Sportkletterseil. Nehmt Statikseile. Auch ganz wichtig, gerade wenn ihr hoch müsst. Das geht in die Dehnung rein. Bei jedem Bewegung nach oben, ja, dehnt sich das Seil wieder. Ihr kommt nicht vom Fleck, weil alles, was ihr runter geht, sagen wir, ihr geht einen Berg runter und den müsst ihr wieder hoch. Ihr geht einen Turm runter, so wie hier, den müsst ihr wieder hoch. Ihr geht in ein Bergwerk rein. Das Bergwerk müsst ihr wieder hoch. Ihr geht in eine Höhlen rein, Höhlenklettern. Ihr geht runter und müsst wieder hoch. Statikseile. Achtung, Statikseile niemals zum Sportklettern verwenden. Wenn ihr da reinfallt, dann brichtet euch das auch irgendwas, weil das ist sofort starr. Es gibt nicht nach, es ist kaum Dehnung. Es hat nur ein paar Prozent Dehnung. Der Sally nutzt tatsächlich dieselbe Technik wie ich. Das ist auch das Petzl Rig. Allerdings ist es das Nachfolgermodell, das ist hier verändert worden. Hier ist nochmal eine Gusseisenlippe drüber gesetzt und hier ist einfach nur Aluminium umgebogen. Was steht bei dir, wie es zugelassen ist? 10 bis 11,5. Das ist die Änderung des Herstellers, wo ich von gesprochen habe. Ganz wichtig, es ist von 10 bis 11,5. Deswegen nutzen wir das, ansonsten wäre es nicht zulässig. Wir haben vorgestellt, das Petzl Grigri, ein reines Sicherungsgerät,
und das Petzl Rig, ein Abseilgerät aus dem Industriekletterbereich. Nächste Folge wird sein, wir stellen vor oder wir vergleichen nochmal das Petzl Rig, ganz kurz angeschnitten, mit dem Petzl IDS, das kleine für kleine Seildurchmesser, kleinere Seildurchmesser. Hat es euch gefallen? Lasst mal einen Kommentar da, lasst mal ein Like da, lasst uns mal ein Abo da, wir würden uns freuen. Wollt ihr noch mehr zum Thema Klettern haben, ab in die Kommentare. Wollt ihr ein Klappschwanten-TV-Patch haben, ab in die Kommentare damit. Habt ihr noch welche Anmerkungen, Anregungen, wollt ihr noch mehr zu unserem Ausrüstung wissen, ab in die Kommentare. Wollt ihr noch mehr praktisch sehen, dass wir Berge runtergehen, dass wir Türme runtergehen, dass wir Bergwerke, Höhlen, wir nehmen euch mal mit zum Höhlenklettern, wenn wir in die Höhle gehen. Wir können mal gucken, dass wir das an einem Feuerwehrübungsturm machen, dass wir gucken, wie macht die Behörde das, die Feuerwehr das, die Polizei, das Militär, etc. etc. Schreibt das alles mal rein. In dem Sinne, Klappspatten TV ist raus, macht's gut, ciao, ciao.